7 Monate und 19 Tage. So lange habe ich für meinen ersten Playthrough von Elden Ring gebraucht. Okay, es war nicht wirklich 7 Monate und 19 Tage, sondern am Ende nur knapp 233 Stunden. Was ich meine, ist, dass zwischen dem ersten Spielstart und den Credits 7 Monate und 19 Tage lagen. Ein ziemlich langer Zeitraum, selbst für so ein großes Spiel wie Elden Ring. Eine Zeit, in der ich deswegen viele andere tolle Games verpasst habe. Darunter echte Kracher wie den innovativen und bockschweren Action-Titel Sifu, das packende Sci-Fi-Spektakel Horizon Forbidden West oder den düsteren Horror-Shooter-Mix Ghostwire Tokyo. Aber auch viele Indie-Perlen wie das fantastische Cyberpunk-Abenteuer Citizen Sleeper, das knackige 2D-Souls-like Salt and Sacrifice oder Inscription, ein cooler Deckbuilder mit doppeltem Boden, landeten aufgrund von Elden Ring auf meinem ohnehin schon großen Stapel der Schande. Oder anders ausgedrückt, ich habe 2022 fast nichts anderes gespielt als Elden Ring. Und wenn, dann waren es kleine Indie-Titel wie das putzige Katzenabenteuer Stray, der stylische Speedrun-Shooter Neon White oder der fordernde Top-Down-Brawler Midnight Fight Express, weil ich diese Spiele meist an einem Nachmittag durchspielen konnte. Denn in der restlichen Zeit war ich dann wieder ausschließlich in den Zwischenlanden unterwegs. Aber irgendwie bin ich auch ganz froh darüber, dass ich jetzt weit mehr als ein halbes Jahr fast täglich mit dem neuesten Werk von From Software verbracht habe. Denn seht ihr, in dieser gesamten Zeit habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Zuallererst natürlich ganz viel über Elden Ring. Über sein brillantes Open-World-Design zum Beispiel. Aber auch über seine alte und gleichzeitig auch irgendwie neue Interpretation der bekannten Gameplay-Formel der Souls-Serie. Und zudem habe ich auch einiges über die Souls-Reihe selbst gelernt und über seine Community, die mit Elden Ring nur noch ein ganzes Stück weiter gewachsen ist. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass ich in dieser Zeit, in diesen 7 Monaten und 19 Tagen, auch ganz viel über mich selbst gelernt habe. Zum Beispiel, was für eine Art Gamer ich eigentlich bin. Und was für eine Art, auch wenn ich diesen Begriff nicht mag, Content Creator ich hier auf YouTube sein möchte. Und auch wenn sich das vielleicht jetzt etwas hochtrabend anhört, so habe ich hier und da auch einige neue Dinge über mich als Mensch erfahren. Und ich will ehrlich sein, einiges davon hat mich echt überrascht. Zumal ich mir sicher bin, dass mir viele dieser kleinen und stellenweise auch großen Wahrheiten verborgen geblieben wären, wenn ich Elden Ring eben nicht über so einen langen Zeitraum und damit auf eine ganz spezielle Art und Weise erlebt hätte. Auch wenn ich glaube, dass diese ganz spezielle Art und Weise meinen Spielspaß hier und da deutlich eingetrübt hat. Aber hey, genug der Vorrede, hier kommt er nun endlich. Mein umfassender und durch subjektiver Rückblick auf fast 8 Monate mit Elden Ring. Am 25. Februar 2022, also pünktlich zum Release, begann ich hier auf YouTube meinen ersten Playthrough mit Elden Ring. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich so gut wie gar nichts über das Spiel. Außer dem Ankündigungstrailer von der E3 2019 hatte ich lediglich eine Handvoll Screenshots gesehen. Mehr nicht. Ich wusste nur, dass Elden Ring ein Open-World-Titel sein wird und in Sachen Gameplay auf die klassische Souls-Formel setzt. Okay, und natürlich, dass die Geschichte des Spiels in enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Fantasy-Autor George R.R. Martin entstanden ist. Doch davon abgesehen, ging ich ganz bewusst völlig blind in diesen Playthrough. Denn ich wollte das Spiel so erleben, wie ich damals zum ersten Mal in die Welt von Dark Souls eingetaucht bin. Also größtenteils unvoreingenommen. Okay, der Anfang von Elden Ring war noch typisch From Software. So gab es wie immer ein vages Intro, das einem etwas Exposition bietet und einige wichtige Charaktere in der Story vorstellt. Mit seiner spartanischen Inszenierung erinnerte mich diese Sequenz übrigens stark an Miyazakis erstes Souls-Spiel Demon's Souls. Inklusive des Plotpunkts, dass man als namenloser Held durch einen Nebel schreiten muss, um in die eigentliche Spielwelt zu gelangen. Und dass man sich nach einer kurzen Gameplay-Sequenz sofort in einem Bosskampf wiederfindet, den man mit großer Wahrscheinlichkeit verliert.
Und selbst wenn nicht, dann hat From Software einen fiesen Backup-Plan, um allzu selbstbewusste Spieler schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass von einem riesigen Drachen weggeboxt zu werden, deutlich cooler ist, als jetzt einfach nur in seinen Tod zu stürzen. Doch spätestens nach diesem Abschnitt wurde mir klar, Elden Ring ist irgendwie ein kleines bisschen anders. So gibt es etwa ein waschechtes Tutorial, inklusive aufploppender Gameplay-Erklärungen. Ein Novum für das sonst so notorisch abstrakte Design von From Software. Okay, zugegeben, jeder Souls-Titel hatte bisher eine Art Tutorial, das einem die Steuerung erklärte. Aber wie Elden Ring Neulingen seine Spielmechaniken vorstellt, ist schon deutlich mainstreamiger. Zumal die Hinweise nicht nur am Anfang präsentiert werden, sondern immer dann, wenn man ein neues Gameplay-Element entdeckt. Und das kann bei einem so großen Spiel auch noch nach 10 bis 12 Stunden der Fall sein. Im Vergleich zu vorherigen From Software-Titeln ist Elden Ring also wesentlich zugänglicher und unterstützt Einsteiger regelmäßig mit subtilen und dennoch hilfreichen Tipps innerhalb und außerhalb der Spielwelt. Und diese Unterstützung ist meines Erachtens nach auch bitter nötig. Denn Elden Ring ist in fast allen Belangen das bisher umfangreichste Spiel, das From Software jemals gemacht hat. Sicher, allen, die schon einmal ein Souls-like gespielt haben, dürften weite Teile des Gameplays in Elden Ring sehr bekannt vorkommen. Orte der Gnade sind die neuen Leuchtfeuer, an denen man weiterhin rastet und seine Heil- und Mana-Flakone wieder auffüllen kann. Die heißen nun aber nicht mehr Estus, sondern Flaschen mit Purpur und Himmelstränen. Was früher Seelen waren, sind jetzt Runen, mit denen man aber immer noch im Level aufsteigen, bei Händlern neue Ausrüstung kaufen oder Waffen verbessern kann. Die wichtigste Währung ist aber am Ende trotzdem immer noch die Ausdauer, die jetzt allerdings nur innerhalb von Kämpfen verbraucht wird. Soweit, so halbwegs From Software. Was mich aber echt überrascht hat, ist die Vielzahl an frischen Konzepten, die Miyazaki und sein Team hier umgesetzt haben. Denn selbst für einen Souls-Veteranen wie mich hatte Elden Ring gerade zu Beginn auch ganz viele neue Mechaniken in petto, an die ich mich erst einmal gewöhnen musste. Da wäre zum einen natürlich das umfangreiche Crafting-System, mit dem man in bester Survival-Manier dutzende nützliche Dinge wie etwa Pfeile, Bolzen und andere Wurfgeschosse, aber auch Heilungs- bzw. Buff-Items und sogar Nischengegenstände wie Seife oder Baumwolle herstellen kann. Zum anderen wurde auch das Waffen-Upgrade-System durch den Einsatz von Kriegsaschen um eine neue, spannende Facette erweitert. Die Möglichkeit, Schwertern, Schilden und Co. nicht nur bestimmte Werte bzw. Arten von Kampfschaden, sondern gleichzeitig auch mächtige Spezialfähigkeiten zu geben, ist nämlich richtig cool. Vor allem, da man außer den Kriegsaschen meistens nur noch das passende Schmiedemesser braucht, um etwa aus einer Feueraxt jetzt eine Magieaxt zu machen. Die Zeiten von 6 verschiedenen Upgrade-Pfaden mit 6 verschiedenen Upgrade-Materialien ist also Gott sei Dank vorüber. Und dennoch brauchte ich etwas Zeit, um mit diesen neuen Gameplay-Änderungen warm zu werden. Denn hey, Crafting-Materialien sammeln und dergleichen gehörte eben noch nie zur Souls-Formel. Etwas schneller ging es da schon mit den Veränderungen beim Kampfsystem. Denn abgesehen vom mächtigen Sprungangriff und dem wirklich nützlichen Blockkonter ist Elden Ring in diesem Bereich für mich nur eine leicht schnellere Variante von Dark Souls 3, die hier und da mit einigen Elementen aus From Software's Souls Spin-Offs angereichert wurde. Die aufladbaren Angriffe aus Bloodborne sind genauso am Start wie die Haltungsmechanik aus Sekiro. Letztere kam zwar schon in Dark Souls 3 zum Einsatz, funktionierte dort aber lediglich bei einigen Bossen und wurde in Elden Ring nun wirklich stimmig in das gesamte Kampfsystem integriert. In Kombination mit zusätzlichen Features, wie zum Beispiel der Kampf zu Pferde oder die Möglichkeit zu schleichen, ist Elden Ring jetzt vielleicht keine Innovationsbombe voller spielerischer Offenbarungen, bietet aber das bisher vielfältigste Kampfsystem der gesamten Souls-Reihe. Und keine Sorge, zu Dingen wie Magie oder den Geisteraschen komme ich später noch. Doch im Vergleich zu der wohl größten Designänderung, sprich der Open World, wirken all diese anderen Anpassungen fast wie vernachlässigbare Gameplay-Kosmetik. Denn während das Crafting und die Erweiterungen beim Kampfsystem die Spielerfahrung nur bedingt beeinflussen, hat der Wechsel von den semi-offenen Arealen aus den vorherigen Titeln hin zu einer nun wahrhaft offenen Welt für mich fundamentale Auswirkungen darauf, was für eine Art Spiel Elden Ring letztendlich ist.
Es ist unterm Strich nämlich zuallererst ein brillanter Open-World-Titel und erst danach ein brillantes Souls-like. Eine Tatsache, die für mich leider mehr Fluch als Segen ist. Es gibt nur wenige Titel, die verändern, wie wir über Videospiele reden. Titel, die mit ihrem Design etwa ganz neue Genres kreieren oder bestehende Genre-Regeln komplett auf den Kopf stellen und die Diskussionen in der Gaming-Branche damit nachhaltig prägen. Und ich glaube, ich kann ohne Übertreibung sagen, dass Elden Ring für mich einer dieser Titel ist. Denn es ist nicht einfach nur ein sehr gutes Open-World-Spiel, es ist vielleicht eines der besten aller Zeiten. Und in einem mittlerweile über 20 Jahre alten Genre will das echt was heißen. Seit dem Release von GTA 3, der langjährigen Blaupause für alle 3D-Open-World-Titel, gab es hunderte Spiele, die das Genre bereichert, aber nur ganz wenige Spiele, die es weiterentwickelt oder gar revolutioniert haben. Klar, die Erkundung einer frei begehbaren Welt ist seitdem größer, vielfältiger, interaktiver und definitiv schöner geworden, aber für ein derart komplexes Genre wie dieses hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erstaunlich wenig getan. Ganz gleich, ob jetzt The Witcher 3, Assassin's Creed Valhalla oder zuletzt das Reboot von Saints Row, das einstige Designfundament, das von Spielen wie Far Cry 3 und Red Dead Redemption geprägt wurde, blieb bis auf einige Ausnahmen bis heute größtenteils unverändert. Der Spieler wird noch häufig von Mapmarkern getrieben und nicht von seiner eigenen Neugier. Er wird mit unzähligen, oft unnötigen Nebenaufgaben beladen, um die Illusion einer lebendigen Spielwelt zu erzeugen. Und die Story, der man in diesen Spielen letztendlich folgt, ist trotz der vielen Freiheiten extrem linear und bietet oft fast keinen Raum für spielerische Improvisation. Elden Ring ist in fast allen Belangen hier im Grunde die Antithese dieser Designphilosophie. Die Zwischenlande sind kein steriler Sandkasten, der mit spielerischer Wiederholung, sinnlosen Collectibles oder anderen Gimmicks aufgehübscht wurde. Die Welt, die From Software hier in Elden Ring erschaffen hat, lebt und atmet. Die mysteriösen Weiten von Limgrave, Leonia, Caelid, Altus und Co. folgen keinen klaren Gameplay-Regeln, die man verinnerlichen und dann sofort auf neue Gebiete anwenden kann. Im Gegenteil, From Software versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Spieler eine klare Struktur in ihrem Weltendesign erkennt. Sicher, hier und da sieht man gewisse Muster, etwa in wiederkehrenden Elementen wie den verfallenen Ruinen und Kirchen, den finsteren Katakomben bzw. Höhlen und den mysteriösen magischen Türmen. Doch selbst dann gleicht kein Ort dem anderen. Um die Siegel der Zaubertürme zu brechen, muss man stets andere Bedingungen erfüllen. Keiner der dutzenden Mini-Dungeons ist identisch aufgebaut und stellt den Spieler damit immer wieder vor neue Herausforderungen. Mal ist es das verwirrende Layout, das einem Kopfzerbrechen bereitet, mal sind es knifflige Umgebungsrätsel, die es zu entschlüsseln gilt. Und fast jede der vielen Ruinen in den Zwischenlanden birgt jeweils gut versteckte Geheimnisse oder hat manchmal sogar einen Boss zu bieten. Seht ihr, die meisten Open-World-Games besitzen eine Welt, die den Spieler auf subtile Art und Weise in bestimmte Richtungen bzw. zu bestimmten Orten lenkt. Etwa durch markante Felsformationen, breite Flussbette oder eindrucksvolle Bauten. Und auch die Zwischenlande sind nicht frei von solchen Wahrzeichen, die den Spieler quasi magisch anziehen. Aber im Gegensatz zu seinen Genre-Konkurrenten macht Elden Ring abseits davon fast keinerlei Anstalten auf sonstige Orte, wie zum Beispiel versteckte Höhlen, kleine Siedlungen oder dunkle Katakomben hinzuweisen. Die Zwischenlande sind so designt, dass man es oft gar nicht einschätzen kann, ob sich am Ende dieser Schlucht überhaupt etwas verbirgt oder ob hinter diesem Hügel eine Belohnung auf den Spieler wartet. Hier weiß man es erst, wenn man sich auf den Weg dahin macht, um es herauszufinden. Die Welten in Elden Ring sind keine leere Kulisse, die einem vorgaukelt, man würde eine lebendige Welt durchqueren. Anstatt wie eine Ansammlung von Level-Assets wirken die Zwischenlande fast so, als wären sie organisch gewachsen. Es ist ein Reich mit einer jahrtausendealten Geschichte. Ein Land, das vor Äonen von Naturgewalten geformt, von unzähligen Kriegen gezeichnet und vom ständigen Verfall geprägt ist. Es kommt einem so vor, als wäre hier jeder Quadratmeter enorm wichtig. Als könnte sich hinter jeder Ecke ein Geheimnis befinden.
Versteht mich nicht falsch, in 90% der Fälle findet man lediglich eine kleine Gegnergruppe, die ein seltenes Crafting-Item bewacht oder einen der vielen Steinschwertschlüssel oder eben gar nichts. Aber die Tatsache, dass man das niemals ganz genau einschätzen kann und deshalb von der Neugier trotzdem dorthin getrieben wird, spricht Bände dafür, wie genial diese Spielwelt ist. Und selbst die Karte, ein weiteres Novum in Souls-Spielen, hilft einem nur bedingt bei der Orientierung. Klar, nach einer gewissen Zeit kann man bestimmte Orte wie Kirchen, Burgen oder die heiligen Türme sofort erkennen, aber was einen dann dort erwartet, ist dennoch unklar. Denn das kann fast alles sein. Ein Miniboss, der ein cooles Item beschützt, der Anfang oder das Ende einer spannenden NPC-Questline oder eben ein einzigartiger Dungeon, der durch ein Item wortwörtlich auf den Kopf gestellt wird. In nur wenigen anderen Spielen habe ich so häufig die Karte studiert und versucht, begehbare Pfade, kleine Felsspalten oder andere topografische Anomalien auszumachen, um die Spielwelt zumindest einigermaßen zu verstehen. Das Markenzeichen einer fantastischen Open World sind stets zwei einfache Fragen. Erstens, was ist das da drüben? Und zweitens, wie komme ich dahin? Wenn man es als Entwickler schafft, dass sich der Spieler ständig diese zwei Fragen stellt, dann hat man eine wahrlich interessante Spielwelt geschaffen. Und die Titel, die das von sich behaupten können, die kann ich an einer Hand abzählen. Und dass From Software dieses Kunststück gleich bei ihrem ersten waschechten Open-World-Spiel gelungen ist, kann deshalb nicht hoch genug bewertet werden. Mein ganz persönlicher Gradmesser dafür, wie meisterlich dieses Spiel seine Welt präsentiert, war übrigens die Vielzahl von Momenten, in denen ich laut What the fuck gerufen habe, weil ich einfach nicht glauben konnte, wie viel gestalterische Finesse hier im Welten- und Gegnerdesign von Elden Ring steckt. Ganz egal, ob ich jetzt die atmosphärischen Tiefen von Noxtella erkundet oder die spitzen Berggipfel von Gelmir erklommen habe, es ist nahezu unfassbar für mich, dass From Software selbst nach Jahrzehnten voller wegweisender Titel wie Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro immer noch so viel Kreativität in Reserve hat. Und wo wir gerade davon sprechen, es ist ebenfalls sehr erstaunlich, wie Miyazaki und Co. es geschafft haben, auch beim Design der Legacy Dungeons, also den eher klassischen Souls-Arealen, nochmal eine Schippe draufzulegen. Sei es Schloss Sturmschleier, die Zauberakademie Raya Lucaria oder die optionalen Gebiete wie Mikellas Harlichbaum, die in sich verzahnten und stellenweise hyperkomplexen Level stellen selbst meine bisherigen Serienlieblinge, wie etwa die Stadt der Untoten, locker in den Schatten. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich einen ganzen Abschnitt von Raya Lucaria beim ersten Durchlauf komplett verpasst habe, sollte euch alles darüber sagen, wie verwinkelt die Legacy Dungeons aufgebaut sind. Und auch die Dimensionen der Level sind beeindruckend. Das Schloss Sturmschleier war gefühlt zweimal größer als die komplette erste Welt in Demon's Souls. In Sachen Opulenz wischt Lane Dell mit Anor Londo locker den Boden auf, und die Unmengen von gut versteckten Gebieten im bröckelnden Pharum Azula, inklusive eines epischen Bosskampfs wohlgemerkt, gehören für mich definitiv zum besten Leveldesign in der gesamten Souls-Reihe. Die Zwischenlande sind am Ende nicht einfach nur eine homogene Landmasse mit verschiedenfarbigen Regionen. Sie fühlen sich eher wie eine Art Galaxie an, in deren Mitte allerdings nicht die Sonne, sondern der mächtige Erdenbaum thront. Und die Gebiete sind in diesem Zusammenhang dann eben die fremden, voneinander unabhängigen Planeten mit ihren eigenen Ökosystemen und ihren eigenen grotesken Bewohnern. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es sinnlos ist, zu antizipieren, was für spielerische Herausforderungen in den einzelnen Leveln auf mich warten werden. Denn in den meisten Fällen hätte ich falsch gelegen. Kurzum, Elden Ring bietet alles und noch so viel mehr von dem, was man von einem Spiel in diesem Genre verlangen kann. Es ist die Quintessenz des modernen Open-World-Spiels und damit einfach nur eine Design-Meisterleistung. Die Welt, die Hidetaka Miyazaki, sein Co-Director Yui Tanimura und ihr Team von Entwicklern hier geschaffen haben, ist atemberaubend schön, komplex und herausfordernd und steht für mich auf einer Stufe mit Open-World-Meilensteinen wie Breath of the Wild, The Outer Wilds und zuletzt Sable. Doch trotz dieses sehr überschwänglichen Lobes ist der Funke bei mir bis heute nicht so richtig übergesprungen. Aber das liegt, weiß Gott, nicht am Open-World-Design von Elden Ring, sondern einzig und allein an mir und meinem merkwürdigen Gamer-Gehirn. Denn ihr müsst verstehen, ich mag Struktur. Ich mag Checklisten, Questmarker und dergleichen.
Ich mag es, wenn Spiele klaren Regeln folgen und mich nur manchmal mit neuen Gameplay-Aspekten überraschen. Und als ich hörte, dass Elden Ring ein Open-World-Spiel sein wird, wusste ich bereits da schon, dass ich nichts von alledem von From Software bekommen würde. Denn wie ich euch gerade lang und breit erklärt habe, ist Elden Ring alles andere außer berechenbar. Und genau das führte bei mir ständig zu innerlichem Stress und der Sorge, etwas zu verpassen, weil ich eben nicht in jeden letzten Winkel geschaut habe. Denn wisst ihr, so dröge und eintönig die Spielwelten von Ubisoft und Rockstar auch manchmal sein können, diese Titel geben dem Spieler zu jeder Zeit alle Informationen über die Welt, die er braucht. Selbst wenn man neue, unerforschte Gebiete betritt, hat man stets gewisse Mechaniken, an denen man sich orientieren kann. Man hat stets eine feste Anzahl von Außenposten, die man befreien muss, oder eine feste Anzahl von Nebenquests, die es zu absolvieren gilt. Und das ist ein Gameplay-Loop, den traditionelle Open-World-Titel mittlerweile fast zur Perfektion beherrschen. Ich meine, es hat seinen Grund, warum Ghost of Tsushima sowohl 2020 als auch 2021 auf meiner Spiele des Jahres-Liste stand. Denn das Samurai-Abenteuer von Sucker Punch ist für mich der Höhepunkt dieses berechenbaren Open-World-Genres. Es ist klar in den bekannten Mustern verhaftet, besitzt aber dennoch genug Überraschungsmomente und interessante Konzepte, um dem sonst sehr repetitiven Design entgegenzuwirken. Elden Ring rennt mit seiner Spielwelt dagegen so konsequent in die andere Richtung, dass ich beim Spielen stets kleine Panikattacken bekommen habe, wann immer ich in der Welt plötzlich Sachen entdeckte, die mir unbekannt waren. Glaubt mir, ich bin innerlich 1000 Tode gestorben, als ich diese eine illusorische Felswand in Caelith gefunden habe. Denn mein erster Gedanke war nicht cool, was für ein tolles Geheimnis, sondern fuck. Wie viele von diesen falschen Wänden habe ich bisher verpasst? Und klar, aufgrund genau solcher Designentscheidungen genießt From Software völlig zu Recht einen legendär guten Ruf in der Gaming-Industrie. Aber mich trieben sie beim Spielen damit leider regelmäßig in den Wahnsinn. Denn seht ihr, ich bin nicht nur ein Freund von Strukturen und Checklisten, sondern eben auch ein ziemlich pedantischer Komplettist, der eben jene Checklisten nicht nur ausfüllen möchte, sondern sogar fast ausfüllen muss, um sich gut zu fühlen. Ich liebe es einfach, wenn ich in Menüs 10 von 10 Items gesammelt oder Map zu 100% erkundet sehe. Und ja, das mag sich jetzt verrückt anhören, aber diese Zwangsstörung hat meine Freude an Elden Ring dauernd massiv eingetrübt. Denn meine verquere Denkweise wurde in diesem Spiel hier überhaupt niemals gefördert oder gar belohnt. Und alle, die den Playthrough verfolgt haben, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Denn ich habe fast jeden dritten oder vierten Teil damit verbracht, am Anfang all die Dinge nachzuholen, die ich in vorherigen Parts verpasst habe. Aber nicht, weil ich euch all diese Dinge unbedingt zeigen wollte, sondern weil ich sonst schlicht durchgedreht wäre, wenn ich es nicht getan hätte. Aber hey, ich bin irgendwie auch selber dran schuld, dass ich von Miyazaki und Co. hier was anderes erwartet habe. Die Spiele von From Software waren schon immer exzellent darin, Inhalte vor dem Spieler zu verbergen und sein Verlangen, die Spielwelt zu durchdringen, mit undurchsichtigen Mechaniken zu torpedieren. Und in Elden Ring wurde dieses absichtlich obskure Design nun auf eine gigantische Open World angewendet. Für, in Anführungszeichen, normale Menschen ist das dann genau die Triebfeder, um noch tiefer in das Spiel einzudringen und ihre Neugier zu befriedigen und daraus letztendlich den Spielspaß zu ziehen. Für mich war das aber stellenweise einfach nur mentale Schwerstarbeit, die ich nur deshalb auf mich genommen habe, um meinen inneren Neurotiker zu beruhigen. Und wie bereits gesagt, ist das nicht der Fehler von Elden Ring, sondern meiner. Denn From Software hat, ganz objektiv betrachtet, hier vielleicht die bislang beste Spielwelt aller Zeiten kreiert. Nur eben keine, in der ich mich vollends wohlfühlen konnte. Zu Beginn meiner Reise in die Zwischenlande hatte ich noch gehofft, dass ich für den ersten Open-World-Ableger meiner geliebten Souls-Reihe eine mentale Ausnahme machen und meine inneren Gaming-Dämonen etwas vertreiben kann. Aber das ist leider nicht passiert. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Denn seht ihr, in meinen fast 8 Monaten mit Elden Ring habe ich noch eine weitere schockierende Entdeckung gemacht. Ich hoffe, ihr sitzt gerade alle, denn was ich jetzt sage, wird euch wahrscheinlich genauso überraschen, wie es mich überrascht hat. Die meisten Gameplay-Elemente in Souls-Spielen sind überhaupt nicht mein Fall.
Nahezu alle Souls-Likes, die es so gibt, sind Action-Rollenspiele. Ihr wisst das und ich weiß das. Und auch Elden Ring bildet da keine Ausnahme. Wie fast jeder Vertreter in diesem Genre besitzt es einen umfangreichen Character Creator, ganz viel verschiedenes Loot, das man sammeln kann, und ein mehr oder weniger komplexes Leveling-System mit verschiedenen Attributen, die letztendlich bestimmen, was für eine Art Charakter bzw. was für eine Art Rolle man spielt. Und ich will ganz ehrlich sein, ich mag dieses Design überhaupt nicht. Und ich mochte es auch noch nie. Und ich gehe sogar so weit und behaupte, dass für mich die meisten Souls-Likes bessere Spiele wären, wenn sie diese ganzen Rollenspielelemente nicht hätten. Doch halt, stopp, stopp! Bevor ihr jetzt wütende Kommentare verfasst, lasst es mich erklären. Ich war noch nie ein großer Fan von Rollenspielen. Waschechte Genrevertreter wie Baldur's Gate, Pillars of Eternity oder Divinity Original Sin haben mich mit ihren komplexen Mechaniken nämlich immer abgeschreckt. Und selbst mainstreamige RPGs wie die Elder Scrolls-Serie, Knights of the Old Republic oder die modernen Fallout-Games konnten mich nie so richtig davon überzeugen, dem Genre eine echte Chance zu geben. Denn für mich sind die ganzen Charakter- und Schadenswerte, die richtige Verteilung von Attributen, das Beachten von Soft- und Hardcaps und die mit Prozentzahlen gespickte Berechnung von Buffs und Debuffs einfach nicht spannend. Sich aktiv damit auseinanderzusetzen, welche Rüstung nun die meisten Vorteile bringt und welche Waffe für welche Gegnertypen am besten geeignet ist, mag für Rollenspielfans ein echter Spaß sein, für mich klingt das alles aber eher nach nervigen Mathe-Hausaufgaben. Und genau deshalb war der Rollenspielanteil in den Souls-Titeln stets der Part des Gameplays, den ich zähneknirschend toleriert habe. Denn wer meine Playthroughs von Souls-Spielen kennt, der weiß, dass ich eigentlich immer den gleichen Charakter spiele. Einen klassischen Quality-Build, der es mir in der Theorie erlaubt, viele verschiedene Nahkampfwaffen zu benutzen. Obwohl ich das in der Praxis dann oft gar nicht tue. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Weil ich auf diese Weise nämlich so selten wie möglich mit den Rollenspielelementen interagieren muss. Und genau aus diesem Grund setzte ich auch in Elden Ring wieder auf meine altbackene Spielweise. Ich begann meine Reise in die Zwischenlande als ein simpler Schwert- und Schildritter, absolvierte einige Abschnitte des Spiels dann als, Achtung, Abwechslung, Großschwert- und Schildritter und beendete meinen ersten Playthrough letztendlich wieder mit einem Schwert- und Schildritter. In meinen knapp 233 Stunden mit dem Spiel habe ich nur ganz selten mal auf Wurfgeschosse zurückgegriffen, fast nie die Spezialfähigkeiten meiner Waffen eingesetzt und nur in genau einem Abschnitt regelmäßig Magie gewirkt. Und zwar, um mich im Fäulnissee von der Scharlachfäule zu heilen. Von mir wurden größtenteils 4 Attribute gelevelt. Vitalität, Ausdauer, Stärke und Geschicklichkeit. Langweiliger geht es also kaum. Ganz nüchtern betrachtet habe ich also ca. 60-70% der Gameplay-Mechaniken in Elden Ring schlicht nicht benutzt. In vorherigen Souls-Spielen war das zwar auch schon der Fall, aber erst durch meine sehr lange Zeit mit Elden Ring ist mir wirklich klar geworden, wie selten ich mit diesen Teilen des Gameplays wirklich interagiere bzw. mich aktiv damit auseinandersetze. Und das ist besonders schade, denn gerade für Elden Ring hat From Software sehr viel Arbeit in die Verbesserung des Kampfs- und Rollenspieldesigns investiert. Die Möglichkeiten, wie man Elden Ring spielen kann, sind vielfältiger als jemals zuvor. Gerade Magie, in vorherigen Souls-Titeln bestenfalls eine nette Zusatzoption, ist nun eine echte Alternative zum klassischen Nahkampf geworden. Auch wenn ich nicht nachgezählt habe, so bin ich mir sicher, dass man genauso viele Zauber, Anrufungen und Pyromantien im Spiel findet wie herkömmliche Waffen. Hey, selbst die in Dark Souls 3 noch als unnützes Gimmick verteufelte Drachenmagie ist in Elden Ring eine mächtige Offensivtaktik geworden. Und dank einiger Kriegsaschen hat man nun auch endlich die Option, als Robin Hood-mäßiger Bogenschütze zum Eldenfürst zu werden. Ich will nicht sagen, dass einer individuellen Spielweise keine Grenzen gesetzt sind, aber From Software gibt dem Spieler schon sehr viele verschiedene Werkzeuge in die Hand, um zu experimentieren. Etwas, das die unzähligen Guides auf YouTube für die verschiedensten Spielstile und Character-Builds eindrucksvoll beweisen. Und genau deshalb fühlt es sich für mich so verdammt merkwürdig an, wenn ich sage, dass ich all diese Dinge nicht gebraucht hätte. Versteht mich bitte nicht falsch, wenn ihr Spaß daran habt, stundenlang am idealen Character-Build zu sitzen und jeden Teil eures Equipments zu optimieren, dann ist das völlig in Ordnung.
Aber ich bin einfach nicht der Typ, der vor jedem Bosskampf 6 verschiedene Buffs anwendet und eine auf meinen Build zugeschnittene Arzneimischung trinkt, nur um danach 35,7% mehr Magieschaden zu machen. Ich wünschte aber, ich könnte mich für diese Dinge begeistern. Doch leider klingt all das für mich einfach nach zu viel Aufwand. Denn wie bei ihren vorherigen Spielen, so hat From Software auch in Elden Ring für meine Begriffe einfach zu viele Hürden eingebaut, die Spieler wie mich daran hindern, mit diesen Facetten des Gameplays zu interagieren. Ich meine, Miyazaki und sein Team haben so viele coole neue Zauber und Anrufungen und echt spaßige Waffenfertigkeiten in ihr Spiel gepackt und sie dann hinter stellenweise sehr hohe Charakteranforderungen oder absurd spezifische Attributskombinationen gesperrt. Und genau das war und ist bis heute auch mein größtes Problem mit dem Souls-Design. Der einzige Spielstil, der hier nämlich von der ersten Minute an tadellos funktioniert, ist nun einmal der Schwert- und Schildritter bzw. ein klassischer Nahkampf-Build. Denn dafür braucht man eben keinen Mana, keine Munition wie Pfeile oder Bolzen und auch keine bestimmten Zauber, die man erst finden oder von NPCs erlernen muss. Klar, für viele von euch ist exakt das der Reiz an diesem Genre und seinem Design. Dass man seinen Spielstil eben langsam formen kann und auf bestimmte Upgrades oder neue Fertigkeiten hinarbeitet. Ich bin allerdings kein Freund davon, eine gewisse Zeit lang einen sehr limitierten Charakter zu spielen, der erst später richtig gut wird. Oder anders formuliert, mir fehlt für die Rollenspielaspekte der Souls-Reihe schlicht und ergreifend die Geduld. Und das ist richtig schade, denn ich hätte viele der neuen Mechaniken gerne benutzt. Doch leider ist das noch immer mit sehr viel Fleißarbeit verbunden, die mir einfach keinen Spaß macht. Und so ging ich in diesem Bereich dann eben doch wieder den Weg des geringsten Widerstandes und wählte meine altbekannte Sword-and-Board-Taktik. Dass ich mit meiner geradlinigen und ja, oftmals auch sehr eintönigen Spielweise am Ende des Tages dennoch Erfolg hatte, zeigt aber auch wiederum sehr deutlich, wie variabel und biegsam das Spieldesign der gesamten Souls-Reihe schon immer war. Denn ganz gleich, ob man nun penibel an der optimalen Verteilung von Attributspunkten schraubt, ganz häufig ganz viele verschiedene Zauber, Waffenfertigkeiten oder Unterstützungs-Items einsetzt oder wie ich den Charakterwerten keine große Beachtung schenkt, einfach nur oft R1 spammt und gelegentlich mal auf Blockkonter und Sprungangriffe zurückgreift, das Gameplay-Grundgerüst von Elden Ring ist hier so robust, dass man mit fast jeder Taktik gewinnen kann. Doch ich sage hier ganz bewusst nur mit fast jeder Taktik. Denn obwohl Elden Ring gerade im Early- und Mid-Game eine ganze Reihe von unterschiedlichen Spielstilen zulässt, so zeigt sich gerade zum Ende hin wieder einmal, dass From Software es immer noch nicht so ganz verstanden hat, das für Rollenspiele oft typische, spielergetriebene Gameplay-Design mit der für Souls-Titel oft steilen Lernkurve zu 100% in Einklang zu bringen. Das daraus resultierende Ergebnis ist ein in meinen Augen dann nicht immer ganz ausbalanciertes Endgame. Denn im Vergleich zu den ersten zwei Dritteln des Spiels fehlt hier eben oft die Möglichkeit, andere Wege zu gehen und so stärker zu werden. Stieß man zu Beginn in der Spielwelt auf einen Boss oder eine Gegnergruppe, an der man sich die Zähne ausgebissen hat, konnte man einfach umdrehen und gefühlt 30 andere Orte besuchen, die einem besseres Equipment oder einfach nur Erfahrungspunkte beschert haben. Die letzten 20-25% von Elden Ring sind da naturgemäß etwas geradliniger, weil man zu diesem Zeitpunkt eben schon alle anderen Regionen der Zwischenlande erkundet hat. Und genau in diesen finalen Gebieten hat das From Software dann nicht so richtig hinbekommen, dass sich Spielerfortschritt, Spielerskill und die Schwierigkeit der Areale, Gegner und Bosse einigermaßen die Waage halten. Während man mit super optimierten Charakter- und Ausrüstungswerten Malenia und Co. sicher ganz problemlos aus dem Weg räumt, hat man als Otto-Normal-Befleckter eine wesentlich härtere Zeit im Endgame. Der Versuch, das über weite Strecken phänomenale Open-World-Design von Elden Ring am Schluss mit der klassischen semi-offenen Progression früherer Souls-Titel zu verbinden, ist vielleicht nicht komplett gescheitert, aber definitiv auch nicht richtig geglückt. Und das trifft vor allem auf einige der späteren Bosse zu, die mit heftigen Attacken und unverschämt dicken Lebensbalken eine fast schon unfaire Hürde darstellen. Während meiner langen Zeit mit Elden Ring ist mir nun endlich klar geworden, dass ich Souls Games nicht wegen, sondern trotz ihrer Rollenspielelemente gut finde. Klingt komisch, ist aber so.
Der Grund, warum ich immer wieder in die Welten von Dark Souls und Co. zurückkehre, ist nicht, weil ich meinen zweiten, dritten oder zehnten Anlauf jetzt als Kleriker, als Magier oder als irgendwas dazwischen bestreiten will. Und auch nicht, weil ich einen optimalen Build kreieren oder an einem Speedrun feilen möchte. Ich kehre immer wieder zu diesen Spielen zurück, weil ich die Welten und die Charaktere so interessant finde. Und weil ich von der einzigartigen Atmosphäre, die From Software in ihren Werken erzeugt, einfach nicht genug bekommen kann. Und bei Elden Ring ist das nicht anders. Auch wenn die Story meiner Meinung nach nicht ganz so vielschichtig ist wie bei den vorherigen Spielen und sich für einen Souls-Titel deutlich mehr auf den eigentlichen Plot und weniger auf die darin angesprochenen Themen fokussiert, so ist das Worldbuilding in Elden Ring dennoch wieder einmal absolute Spitzenklasse. Miyazaki und George R.R. Martin haben zusammen eine fiktive Welt erschaffen, die einen vom ersten Moment an fasziniert und erneut mit jeder Menge interessanter NPCs, spannenden Geheimnissen und weitreichenden Verschwörungen aufwartet. Ich meine, der Marika ist Radagon-Twist wird mir wahrscheinlich ewig im Gedächtnis bleiben. Und die Questlines von Rani und Blythe, meinem geliebten Alexander und natürlich auch die von Patches gehören für mich sogar zu den besten NPC-Stories der gesamten Souls-Reihe. Aber da das Spiel eben vor allem auf der Rollenspielebene von den Entwicklern so massiv erweitert wurde, fällt es mir nun deutlich schwerer, mich auf die erzählerischen Stärken von Elden Ring zu konzentrieren. Denn nicht nur die Spielwelt ist in Elden Ring größer, besser und interessanter als jemals zuvor, auch das darin eingebettete Gameplay hat deutlich an Tiefe und Komplexität dazugewonnen. Etwas, das für die meisten Spieler sicher eine Bereicherung darstellt, mich aber häufig aus meiner Spielerfahrung herausgerissen und stellenweise sogar etwas überfordert hat. Bereits während meines ersten Playthroughs fand ich mich ständig in Situationen wieder, in denen ich mit meinem Spielstil gehadert habe. Ich hatte andauernd das Gefühl, ich würde Elden Ring nicht so erleben, wie es möglich wäre. Ich fühlte mich schlecht, weil ich die ganzen anderen Gameplay-Mechaniken wie die Anrufung und Zauber, das Crafting und die Kriegsaschen ständig bewusst ignoriert habe. Und das ist wie immer meine eigene Schuld und nicht die des Spiels, denn Elden Ring sagt einem ganz häufig, hey, benutz all diese coolen neuen Dinge, das ist echt spaßig. Aber das ändert dennoch nichts an der Tatsache, dass ich mir angesichts der vielen neuen Gameplay-Optionen eher eine Vereinfachung mancher Mechaniken gewünscht hätte. Vor allem, weil das vorher bereits obskure Spieldesign von From Software durch die Open World nun noch etwas komplexer geworden ist. Und ja, ich weiß, dass ich mit dieser Meinung wahrscheinlich ziemlich allein dastehe. Denn ganz objektiv betrachtet ist Elden Ring auf nahezu allen Ebenen eine konsequente und gelungene Weiterentwicklung der ohnehin schon fantastischen Souls-Formel. Serienveteranen bekommen hier mehr vom Guten und eine tolle Open World noch obendrauf. Und Neuansteiger bekommen viele neue Hilfsmittel, mit denen sie sich den Gefahren in den Zwischenlanden stellen können. Auch wenn die eingeschworene Souls-Community Letzteres wahrscheinlich gerne rückgängig machen würde. Immer wenn ein neues Spiel von From Software erscheint, entbrennt im Internet die ewig gleiche Debatte. Ist dieser Titel nun schwerer oder leichter als seine Vorgänger? Eine Frage, die in meinen Augen zwar überhaupt nicht wichtig ist, aber dennoch immer gestellt wird. Denn das bringt nun mal Klicks und Aufmerksamkeit. Doch da ich mich während meines Playthroughs nicht spoilern wollte, konnte ich erst in den letzten Wochen schauen, ob diese ermüdende Diskussion auch von Elden Ring losgetreten wurde. Und siehe da, natürlich wurde sie das. In unzähligen Posts auf Reddit, Twitter und Co. wurde die Schwierigkeit in Elden Ring unter die Lupe genommen. Und erneut formten sich die üblichen zwei Lager. Die Souls-Neulinge, die durch den Hype um Elden Ring zum ersten Mal einen Souls-Titel gespielt haben und von der hohen Schwierigkeit frustriert wurden, und die Elitisten, die es als Mainstream-Souls oder Babys erstes Souls-like bezeichneten, weil From Software in ihren Augen zu viele Hilfen eingebaut hat. Und eine Sache stand dabei anfangs ganz besonders im Fokus. Der Bosskampf gegen Radahn. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, hier etwas Kontext. Anscheinend wurde Radahn in einem der ersten Updates für Elden Ring von From Software extrem entschärft. Vor dem Patch waren seine Attacken wohl deutlich schneller und fast doppelt so heftig. Und sein Lebensbalken war auch etwas dicker. Außerdem stieß es den Souls-Profis extrem sauer auf, dass man in diesem Bosskampf gleich 8 NPC-Phantome auf einmal zur Unterstützung rufen konnte.
Okay, streng genommen nur 7, da sich Patches nach ein paar Sekunden wieder verabschiedet. Typisch Patches eben. Aber trotzdem waren die Hardcore-Fans darüber richtig sauer. Und was daraus folgte, war dann eine selbst für die Souls-Community extrem toxische Diskussionskultur. Seht ihr, wann immer Spieler in Livestreams oder YouTube-Videos Radahn dann nach dem Patch besiegt hatten, hagelte es sehr häufig die immer gleichen Kommentare. Puh, du hattest ja auch die leichte Version von Radahn. Ich hab ihn ja noch vor dem Patch geschafft. Das war eine echte Herausforderung. Oder wahre Souls-Spieler machen Radahn ohne Summons. Und das sind noch die netten Kommentare, die ich zu diesem Thema im Netz gefunden habe. Ein anderer Angriffspunkt für die Souls-Puristen waren dann noch die Geisteraschen. Eine weitere der vielen Gameplay-Neuerungen in Elden Ring. Mit denen kann man nämlich nicht nur in Bosskämpfen, sondern sogar in bestimmten Gebieten in der offenen Spielwelt regelmäßig hilfreiche Phantome beschwören. Vom einfachen Kämpfer, der nach ein paar Schlägen bereits zu Boden geht, bis hin zum mächtigen Ritter, der manche Bosse im Alleingang besiegt, ist hier alles dabei. Doch genau diese Unterstützung, die sogar noch zusätzlich zu den klassischen NPC-Kriegern in Kämpfen gerufen werden kann, ging den Hardcore-Souls-Fans dann mächtig zu weit. From Software hätte den Kampf in Elden Ring ihrer Meinung nach nämlich jetzt so designt, dass man die Geisteraschen unbedingt benutzen muss, um gegen bestimmte Bosse eine Chance zu haben. Ein Argument, dem ich in bestimmten Kämpfen sogar zustimme. Du, der Götterskalpe. Aber es wurde eben auch behauptet, die Geisteraschen hätten das Spiel völlig kaputt gemacht und die Essenz der Souls-Reihe zerstört. Und überhaupt gäbe es sowieso zu viele Dinge, die das Spiel leichter gemacht hätten. Es gab sogar einige wenige, für die bereits die Nutzung der Karte ein deutliches Stück zu weit gegangen ist. Diese ganzen lächerlichen Debatten über Radahn oder die Geisteraschen stehen für mich exemplarisch für ein viel größeres Problem. Nämlich das immer noch anhaltende Gatekeeping in der Souls-Community. Etwas, von dem ich dachte, dass wir das eigentlich schon längst hinter uns gelassen haben. Aber es gibt eben immer noch eine kleine, aber sehr laute Minderheit, die durch das Aufstellen von willkürlichen Regeln versucht, die Souls-Reihe vom Mainstream und den Casual Gamern abzuschirmen. Und hey, wer sich alleine durch ein Souls-Spiel beißen und sich dadurch ein selbst auferlegtes Handicap geben möchte, der kann das auch gerne tun. Aber für ganz bestimmte Leute ist diese ganz spezielle Art zu spielen irgendwie wie ein Zugang zu einem exklusiven Club. Und nur wer es ihnen gleich tut, ist auch würdig dazuzugehören. Und ich finde das einfach nur lächerlich. Denn wenn man mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann ist diese Logik der selbsternannten Souls-Elite absoluter Blödsinn. Denn stellt euch nur mal vor, man müsste jede andere Fertigkeit auf der Welt auf die Weise lernen, wie der beinharte Souls-Profi möchte, dass man besser in Dark Souls oder Elden Ring wird. Stellt euch vor, ihr müsstet gehobene Mathematik einzig und allein mit dem Lehrbuch und einem Taschenrechner verstehen. Oder Fahrradfahren ohne Stützräder erlernen. Oder den schwarzen Gürtel in Karate ohne die Anleitung eines Trainers erreichen. Hilfe in Anspruch zu nehmen gehört zu jedem Lernprozess nun einmal dazu. Und in diesem Bereich ist Elden Ring schlicht fantastisch. Es gibt dem Spieler nämlich gerade genug Hilfen, ohne dabei die Qualitäten einzubüßen, die Souls-Spiele so herausfordernd machen. Und selbst wer diese Hilfen nicht benutzen möchte, hat dadurch keinen Nachteil. Aber selbst nach den ganzen Balancing-Patches und selbst mit der Unterstützung durch NPCs oder Geisteraschen ist dieses Spiel jetzt immer noch kein Zuckerschlecken. Denn bei all dem Gejammer von den sogenannten Hardcore-Gamern da draußen muss eines ganz klar festgestellt werden. Elden Ring ist hart. Stellenweise sogar richtig hart. Und in einigen Momenten ist es vielleicht sogar das schwerste Souls-Spiel überhaupt. Und das ist ja auch völlig verständlich. Denn mit jedem neuen Spiel hat From Software die Schwierigkeit ein kleines Stück anheben müssen, weil die Souls-Community ja gleichzeitig auch ein kleines Stück erfahrener geworden ist. Bloodborne verzichtete zum Beispiel in seinen schnellen Scharmützeln komplett auf den Schild und legte den Fokus stattdessen voll auf Offensive. Und Sekiro setzte sogar noch einen drauf, indem der Spieler hier in ein auf punktgenaues Parieren ausgelegtes Kampfsystem gezwängt wurde, bei dem es fast keinen Spielraum für Fehler gab. Elden Ring ist mit seinem breit gefächerten Angebot an Gameplay-Mechaniken das genaue Gegenteil zu diesen FromSoft-Titeln. Es bietet eine ganze Reihe von gleichwertig guten Optionen, die das Leben in den Zwischenlanden etwas erträglicher machen, ohne aber einen eingebauten Easy-Mode zu liefern, mit dem sich das Spiel quasi von alleine spielt.
Und dennoch ist Elden Ring damit nicht die Ausnahme von der Regel. Denn jedes Souls-Game hatte stets eine Mechanik, die das Spiel deutlich einfacher gemacht hat. Sie nennt sich Koop. Und dennoch steht für mich eines außer Frage. Elden Ring ist für mich das bislang einfachste Souls-like von From Software. Und damit meine ich, dass es der Titel ist, in den man am einfachsten reinkommt. Es ist das wohl erste Souls-Spiel, das auch Einsteiger richtig gut abholt und mit seiner offenen Welt vor allzu viel Frustration bewahrt. Denn hier gibt es nur ganz wenige Momente, in denen man bestimmte Abschnitte oder einen Boss unbedingt schaffen muss, um weiterzukommen. Elden Ring hat im Kern nichts von der Schwierigkeit seiner Vorgänger verloren, sondern schlicht und ergreifend viele neue Wege gefunden, dieser Schwierigkeit effektiv zu begegnen. Und das ohne Spieler andauernd dazu zu zwingen, auf all diese Mechaniken zurückzugreifen. Wer also eine klassische Souls-Erfahrung sucht, der wird sie auch hier finden. Aber das heißt nicht, dass dies die einzige Art und Weise ist, um Elden Ring zu erleben. Die Idee, Souls-Spiele müssten zu jeder Zeit mega hart sein und die echten Souls-Spieler noch härter, ist für mich sowieso das rückwärtsgewandte Denken von Leuten in der Community, die nicht wahrhaben wollen, dass die Spiele von From Software längst in der Mitte der Gaming-Industrie angekommen sind. Ich meine Sekiro, ein Spiel, das vor vielen Jahren noch ein cooler, aber wenig beachteter Nischentitel gewesen wäre, wurde 2019 zum Spiel des Jahres gekürt. Und was Elden Ring angeht, sage ich nur Folgendes. Das Spiel hat sich in den ersten Monaten häufiger verkauft als die komplette Souls-Serie zusammen und außerdem mehr Einheiten abgesetzt als das damals aktuelle Call of Duty. Mehr Mainstream geht ja fast gar nicht mehr. Ich finde es toll, dass sich die Souls-Reihe selbst 13 Jahre nach dem Release von Demon's Souls immer noch so großer, wenn nicht sogar noch größerer Beliebtheit erfreut. Denn je mehr Menschen tolle Spiele wie Dark Souls, Bloodborne oder jetzt eben Elden Ring erleben können, desto besser. Und da ist es mir herzlich egal, dass ich eine kleine Gruppe von möchtegern Edgelords über gepatchte Bosse oder übermächtige Geisterarschen aufregt. Zumal ich sehr froh darüber war, meine guten Phantomkumpels Engvall und Oleg ständig an meiner Seite zu haben. Denn ich glaube, ohne ihre Hilfe hätte mein Playthrough auf YouTube sicher noch sehr viel länger gedauert, als nur 7 Monate und 19 Tage. Die wohl größte Erkenntnis, die ich während meiner langen Zeit mit Elden Ring gewinnen konnte, ist, dass ich kein guter, und da ist wieder dieser Begriff, Content Creator bin. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig die Qualität meiner Videos, obwohl ich mir sicher bin, dass es da noch sehr viel Raum für Verbesserungen gibt. Was ich damit meine, ist, dass ich mich so gut wie nie an die ungeschriebenen Gesetze dieser Plattform und seines allmächtigen Algorithmus halte. Meistens ist sogar das genaue Gegenteil der Fall. So haben meine Videos keine reißerischen Titel, die ständig an der Grenze zwischen Wahrheit und dreistem Clickbait entlangschrammen. Meine Thumbnails werden nur ganz selten von meinem Gesicht geziert. Und wenn, dann ziehe ich dabei keine übertriebene Grimasse. Sie haben außerdem keine herablassenden Pfeile und Einkreisungen, die anscheinend für Leute gemacht sind, die den IQ von Linseneintopf haben. Kurzum, mein Auftritt auf YouTube ist jetzt vielleicht nicht langweilig, aber eben auch nicht ansprechend genug, um ein größeres Publikum zu erreichen. Und weiß Gott nicht interessant genug, um vom Algorithmus aufgegriffen zu werden, der letztendlich bestimmt, welche Videos nun erfolgreich sein dürfen und welche nicht. Aber bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Erfolg auf YouTube war und ist hier nie meine Priorität gewesen. Ich mache diese Videos hier größtenteils für mich, beziehungsweise ich versuche die Sorte Videos zu veröffentlichen, die ich selbst gerne auf YouTube sehen würde. Und genau deshalb habe ich Ende 2020 auch damit aufgehört, größtenteils Let's Play Content zu produzieren, da er mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Mehr Zeit für meine Videos zu haben, länger an Skripten zu feilen und auch mehr Aufwand in den Schnitt zu stecken, das ist für mich einfach angenehmer. Doch durch Elden Ring steckte ich Anfang 2022 dann leider in einer kleinen Zwickmühle. Seht ihr, in Relation zu der Größe meines Kanals sind meine erfolgreichsten Videos die, die sich mit der Souls-Reihe oder Souls-Likes beschäftigen. Oder im Falle von dem bislang am besten geklickten Content, dem Playthrough von Hollow Knight, sind es Videos, die zumindest eine gewisse spielerische Nähe zu den Titeln von From Software haben. Und genau dieser Fakt brachte mich in die eben erwähnte Zwickmühle.
denn ich hatte lange Zeit überhaupt keine Pläne, Elden Ring in irgendeiner Weise ausgiebig auf dem Kanal zu besprechen, geschweige denn zu spielen. Andererseits wollte ich eines der größten Spiele des Jahres und gleichzeitig ein Spiel meiner geliebten Souls-Reihe, aber auch nicht einfach komplett ignorieren. Zumal ich mir dachte, dass ihr, meine geliebten Zuschauer, sicher wissen wollt, was ich von dem Spiel halte. Nach langem Hin und Her entschied ich mich dann also letztendlich wieder für einen Playthrough. Allerdings sollte der ursprünglich ganz anders aussehen. So hatte ich ursprünglich geplant, den Playthrough in stark eingekürzten Teilen zu veröffentlichen. Also so knapp 20 bis 25 Minuten lange Teile, die größtenteils aus spielerischen Highlights wie Bosskämpfen, NPC-Questlines oder lustigen Fails bestehen sollten. Kurze, knackige und leicht verdauliche Unterhaltung eben. Ja, dass am Ende dabei das genaue Gegenteil herausgekommen ist, das hat mehrere Gründe. Erstens, ich habe die Größe von Elden Ring völlig unterschätzt. Klar, ich wusste, dass durch den Open-World-Ansatz das Spiel etwas länger ausfallen wird als die vorherigen Souls-Titel. Aber mit über 230 Stunden roher Spielzeit, zusammengefasst in 132 Videos, die eine gesamte Wiedergabelänge von knapp 141 Stunden oder umgerechnet fast 6 Tagen haben, hätte ich nie im Leben gerechnet. Zweitens, wie bereits erwähnt, bin ich ein furchtbarer Komplettist. Und das bedeutet, dass ich Elden Ring nicht wie jeder andere normale YouTuber bzw. Streamer gespielt habe und größtenteils nur der Hauptstory gefolgt bin. Ich war richtig, richtig gründlich. Jeder noch so kleine Dungeon wurde erkundet, jede noch so kurze NPC-Quest wurde so gut es geht mitgenommen und ich habe über jedes noch so unwichtige Detail in der Story, der Lore oder der Spielwelt manchmal minutenlang philosophiert. Und genau deshalb habe ich auch all das dann im Nachhinein nicht rausgeschnitten. Für mich waren diese Dinge ebenso wichtig wie fette Bosskämpfe oder andere spannende Momente. Oder anders ausgedrückt, ich bin nicht gut darin, auszusortieren. Klar, für viele von euch ist genau das der Reiz an meinen Playthroughs, dass ich eben nicht durch das Spiel hetze bzw. nur das Nötigste mitnehme. Doch bei einem so gigantischen Open-World-Spiel wie Elden Ring wird aufgrund einer solch gründlichen Herangehensweise aus rund 70 Stunden Spielzeit eben ganz schnell mal mehr als das Dreifache. Und das schlaucht auf die Dauer ganz schön. Was mich wiederum zum dritten und letzten Grund bringt, warum dies hier mein mit Abstand längster und größter Playthrough überhaupt ist. Ich bin ein Idiot, der sich gerne selbst das Leben schwer macht. Hey, kurzer Hinweis. Die kommenden Minuten dieses Videos drehen sich größtenteils um den Produktionsprozess von Let's Plays. Und das heißt, es wird hier und da ein bisschen speziell und auch etwas technisch. Wen das nicht interessiert, was ich durchaus verstehen kann, der springt bitte zu diesem Timecode. Okay? Gut. Alle anderen? Weiter geht's. Ein typisches Let's Play auf YouTube sieht ungefähr so aus. Einer oder mehrere Spieler spielen ein Spiel und kommentieren das Ganze. Ziemlich einfach. Mal werden die Spieler dabei von einer Kamera gefilmt, mal hört man nur ihre Stimmen. Aber im Großen und Ganzen haben diese Videoformate eines gemeinsam. Sie sind ungeschnitten. Klar, hier und da wird sicher mal eine Passage gekürzt, etwa wenn der Spieler zu lange an einem Rätsel hängt oder zu häufig bei einem Boss stirbt. Aber im Großen und Ganzen sind Let's Plays nun einmal uneditiert. Und das ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Denn ein großer Teil des Gaming-Contents wird heutzutage sowieso auf Livestream-Plattformen wie Twitch konsumiert. Und da gibt es, mit Ausnahme von aufwendig produzierten Sonderevents, eben keine Schnitte oder sonstigen Firlefanz. Und die erfolgreichen Streamer auf der Welt betreiben auch gar keinen großartigen Produktionsaufwand. Denn ihr Stream wird entweder durch ihre Persönlichkeit, ihren Skill oder durch beides auf einmal zu etwas Besonderem. Wenn der US-Amerikaner Lobos Jr. Dark Souls mit einer echten elektrischen Gitarre durchspielt, der Speedrunner Fireborn in Hollow Knight Rekordzeiten aufstellt oder Woolly Madden seine ungebremste Leidenschaft für obskure Fighting Games mit anderen teilt, dann ist das auch ohne Schnitte durchweg unterhaltsam. Und diese ungekünstelte Art und Weise, Videospiele zu präsentieren, hat davor auch stets auf YouTube großen Erfolg gehabt. Beste Beispiele sind hier zum Beispiel der Kanadier Northern Lion oder das deutsche Let's Play-Urgestein Gronkh. Bereits kurz nach dem Start meines Playthroughs mit Elden Ring ist mir eine Sache nun endgültig und auch sehr schmerzlich klar geworden. Ich bin nicht sonderlich unterhaltsam.
Klar, ich habe die Fähigkeit, ohne Punkt und Komma zu reden, aber die meiste Zeit ist das, was ich sage, weder sonderlich sinnvoll noch sonderlich witzig. Und ja, ich weiß, einige von euch sehen das jetzt sicher völlig anders und glaubt mir, das weiß ich auch zu schätzen. Aber wie bereits gesagt, ich möchte Videos produzieren, die ich mir auch selbst auf YouTube ansehen würde. Und ganz ehrlich, meine Playthroughs gehörten da eigentlich noch nie so richtig dazu. Zugegeben, es gibt einige Videoreihen auf meinem Kanal, die ich als gelungen bezeichnen würde. Und das sind all die Playthroughs, in denen ich das Spiel schon sehr gut kannte und deshalb auch viel darüber zu sagen hatte. Etwa mein allumfassender Playthrough von Dark Souls 2, mein quasi 100% Run durch Hollow Knight und alle Kapitel von The Cajoning, ein Format, in dem ich die Spiele von David Cage kritisch auseinandernehme. Also immer, wenn ich Dinge erklären kann, fühle ich mich wohl in einem Playthrough. Doch immer dann, wenn ich unmittelbar und im besten Fall auch noch lustig ein Spiel kommentieren soll, wird es für mich schon deutlich schwerer, am Stück unterhaltsam zu sein. Nun bin ich kein Comedian und ich will auch keiner sein, aber so ein richtig natürliches Gespür für Witze und lustige Sprüche habe ich leider auch nur bedingt. Und genau für diesen Mangel an Charme und Unterhaltungswert habe ich seit Jahren ein und denselben Ersatz. Cutaways, Inserts und Memes. Genau sowas. Kurze Clips, die anstelle von mir für Unterhaltung sorgen sollen. Und Junge, Junge, kam dieses Werkzeug im Playthrough von Elden Ring häufig zum Einsatz. Spätestens als ich von täglichen Video-Uploads meines Playthroughs zu einem 2-Tages-Rhythmus wechselte, sahen die Timelines in meinem Schnittprogramm nur noch so aus. Und für jeweils rund einstündige Gameplay-Parts ist das sehr viel Arbeit. Doch genau dieser selbstgewählte Mehraufwand war es, der mich fast um den Verstand gebracht hat. Anstatt auf großartige Schnitte, Inserts und Co. zu verzichten, habe ich in nahezu jeden Part ungefähr 20 bis 30 unterschiedliche Clips oder Grafiken reingepackt und teils extrem aufwendige Fail-Montagen gebaut. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, die Teile von Elden Ring wären ohne diese Dinge so unterhaltsam wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. So habe ich zum Beispiel für einen Teil rund 1,5 Stunden an einem ca. 20-sekündigen Fake-Sitcom-Intro für meinen Geisteraschenfreund Engwall gesessen, für das ich sogar noch extra Material aufnehmen musste. Ich habe unzählige Male minutenlang Texte auf kurze Simpson-Einspieler per Hand getrackt und in Photoshop dutzende Grafiken gebastelt, die dann vielleicht für 3 Sekunden zu sehen waren. Kurzum, ich habe in fast jeden Teil meines Elden Ring Playthroughs sehr viel Zeit investiert, um ein vorher okayes Video zumindest etwas erträglicher zu machen. Zumindest ist das meine Wahrnehmung gewesen. Und um das mal in harten Zahlen auszudrücken, die Postproduktion pro Part dauerte im Schnitt 5 bis 6 Stunden. Manchmal sogar länger. Und das lag zum einen daran, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht der schnellste Cutter bin, zum anderen aber auch an dem extremen Mehraufwand, der irgendwann nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen stand. Und das bedeutete auch, dass ich fast 8 Monate lang, fast täglich, nichts anderes gesehen habe als Gameplay von Elden Ring. Sei es nun bei der Aufnahme oder dann später im Schnitt. Und das nagte irgendwann extrem an meinem Nervenkostüm. Aber den Playthrough abbrechen oder meinen Stil verändern, kam jetzt irgendwie auch nicht in Frage. Denn was sowas angeht, bin ich, keine Ahnung, stur wie ein Esel. Das ist ja grässlich. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Es ist doch bloß ein Esel. Seht ihr? Genau sowas meine ich. Dieser Insert hätte nicht sein müssen. Aber ich habe ihn reingeschnitten. Warum? Fragt mein Gehirn. Und nur um das klarzustellen, ich möchte von euch jetzt hier auch kein Mitleid abgreifen. Denn all diese Probleme, die ich gerade angeführt habe, die sind ja wie immer hausgemacht gewesen. Und jetzt nicht die Schuld des Spiels oder die von YouTube oder gar eure. Und ich möchte ja auch kein Phishing for Compliments betreiben, mit dem ich euch jetzt indirekt auffordere, mir ein paar nette Worte in die Kommentare zu schreiben. Denn das macht ihr meistens auch so oder so schon. Danke übrigens dafür. Was ich mit diesem Blick hinter die Kulissen deutlich machen möchte, ist, dass ich Elden Ring auf eine ziemlich verzerrte und nicht immer schöne Weise erlebt habe, die meine Erfahrung mit dem Spiel nachhaltig geprägt hat. Ich will nicht sagen, dass ich den Playthrough im Nachhinein bereue, aber ich hätte rückblickend vieles anders machen können, um mir den Spaß an Elden Ring und an der Produktion der Videos
langfristig besser zu erhalten. Aber immerhin habe ich eine entscheidende Sache dabei gelernt. Ich sehe mich auf YouTube weniger als cooler Entertainer, sondern mehr als charmanter Analyst und nerdiger Erklärbär. Ich unterhalte weniger mit spontanen Witzen, sondern mehr mit interessanten Fakten und klar formulierten Meinungen. Zumindest denke ich das. Und genau deshalb ist der Playthrough von Elden Ring auch der letzte gewesen, den ich jemals für YouTube produzieren werde. Aber hey, ich glaube, dieses Spiel ist dahingehend auch ein sehr guter Abschluss gewesen. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Macher dieses Meisterwerks. Es gibt also eine These in der Gaming-Industrie, dass sich jedes Videospiel-Franchise immer dann seinem vermeintlichen Ende nähert, wenn die Entwickler exakt zwei Dinge tun. Entweder sie verfrachten eine vormals lineare Spieleserie in eine Open World, oder aber sie zeigen uns einen Hund. Was damit gemeint ist, ist, dass große Spieleserien mit den Titeln ihren kreativen und oft auch kommerziellen Zenit erreicht haben, bei deren Marketing der Fokus auf einen Hund gelegt wurde, da sie außer dem netten Vierbeiner nichts Neues zu bieten haben. Call of Duty Ghosts und Fallout 4 werden hier oft als prominente Beispiele angeführt. Denn diese beiden großen Gaming-Franchises haben es nach diesen Spielen nämlich nicht mehr so richtig geschafft, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Doch ich glaube, der ebenfalls in der These angeführte Wechsel in das Open-World-Genre ist ein noch viel deutlicheres Zeichen dafür, dass es auf das Ende zugeht. Denn so viele gestandene Spielereien versuchten schon mit dem Sprung in eine offene Spielwelt, ihre altbekannten und etwas angestaubten Gameplay-Formel neues Leben einzuhauchen. So stellte die Batman-Arkham-Reihe bereits mit dem zweiten Spiel Arkham City auf eine Open World um. Final Fantasy wartete mit dem Genrewechsel dagegen bis Teil 15. Und auch die Entertainment-Giganten Pokémon und Halo kamen erst mit den neuesten Ablegern auf die Idee, den Spielern eine frei erkundbare Welt zu werfen. Ich meine, hey, sogar Kojima wagte sich mit Metal Gear Solid 5 Phantom Pain an eine Art Open World. Und zeigte uns im selben Spiel sogar auch noch einen Hund. Und wir alle wissen, wie es danach mit Metal Gear Solid weiterging, nicht wahr? Aber der wohl prominenteste Vertreter aus dieser Kategorie ist am Ende doch Breath of the Wild. Nach mehr als 25 Jahren, in denen Nintendo das Gameplay der Zelda-Reihe fast zur Perfektion verfeinert hatte, brachte die komplett offene Spielwelt von Breath of the Wild genau zum richtigen Zeitpunkt jede Menge frischen Wind in das Franchise. Eine Designentscheidung, die sich übrigens leider nicht für alle Spieleserien ausgezahlt hat. Denn seht ihr, irgendwann ist man als Entwickler immer an dem Punkt angekommen, an dem jedes neue Konzept die feingetunte Maschinerie des Spiels nicht mehr bereichern, sondern unnötig aufblähen oder sogar verwässern würde. Und der einzige Weg, den man dann noch einschlagen kann, ist es, das Spiel in ein komplett neues Genre umzusiedeln. Und genau das hat From Software auch mit Elden Ring getan. Denn Miyazaki und Co. standen vor dem gleichen großen Problem wie viele andere Studios vor ihnen. Wie können wir unsere überaus erfolgreiche Spieleserie noch signifikant verändern? Denn seit dem Release von Demon's Souls hat From Software ihre genredefinierende Gameplay-Formel bereits ständig weiterentwickelt. Dark Souls war im Grunde eine poliertere Version seines Vorgängers und durch die in sich verzahnte Welt quasi eine Art 3D-Metroidvania. Dark Souls 2 versuchte hingegen, die komplexen Rollenspielsysteme der Reihe weiter aufzubrechen und hatte zudem auch eigene Ideen wie Power Stancing, eine Fackelmechanik und ein verbessertes New Game Plus. Bloodborne wechselte das Setting, beschleunigte das Kampfsystem und bot zufallsgenerierte Dungeons. Und während Dark Souls 3 viele Elemente seiner Vorgänger gekonnt miteinander vermischte, fokussierte sich Sekiro ganz bewusst nur auf einige wenige Aspekte der Souls-Formel und bereicherte sie stattdessen mit Mechaniken aus anderen FromSoft-Titeln wie Tenchu und Ninja Blade. Viel Spielraum für eine weitere Veränderung des Gameplays gab es danach also nicht mehr. Das Einzige, was den Japanern noch übrig blieb, war es den Kollegen von Nintendo gleichzutun und den Schritt in eine große Open World zu wagen, dessen Story-Fundament von einem renommierten Fantasy-Autor außerhalb der Gaming-Industrie verfasst wurde. Sicher, Elden Ring steckt dennoch voller cooler Ideen, aber nicht unbedingt voller neuer cooler Ideen.
Zyniker bezeichnen es deswegen gerne als Big Dark Souls trifft Game of Thrones. Und auch wenn ich denke, dass es wohl fast nichts Besseres als diesen Designansatz gibt, so liegen die Kritiker des Spiels damit stellenweise dennoch sehr richtig. Elden Ring ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Verbesserung eines ganz bestimmten Gameplay-Loops, der nun in eine geniale, offene Spielwelt eingebettet wurde. Natürlich hat das Spiel dabei immer noch seine kleinen Schwächen, etwa das schon fast lachhafte Recyceln von Bossen. Aber ganz ehrlich, bei so einer riesigen Spielwelt und den insgesamt 238 offiziellen Bosskämpfen sind diese Wiederholungen zwar nervig, aber eben irgendwie auch unvermeidbar gewesen. Und ja, ein paar Abschnitte in der Open World, vor allem bei den Mini-Dungeons, fühlen sich manchmal wirklich etwas unterentwickelt an. Doch davon mal abgesehen, leidet Elden Ring sonst nur an den üblichen kleinen From-Software-Krankheiten, die man so kennt. Wie etwa einer nicht immer ganz einwandfreien Kamera, einer hier und da etwas hakligen Steuerung und einer PC-Portierung, die laut vielen selbst auf dicken Monsterrechnern bis heute nicht komplett stabil läuft. Doch unterm Strich ist Elden Ring dann doch das nahezu fehlerfreie Meisterwerk eines Entwicklerstudios, das in den letzten 13 Jahren nicht ein schlechtes Spiel abgeliefert hat und sich mit jedem weiteren Titel sogar ständig noch steigern konnte. Das hier ist From Softwares Doppelalbum. Ihr Director's Cut. Ihr Magnum Opus. Eine gigantische, herausfordernde und bildschöne Liebeserklärung an Souls-Likes und Open-World-Spiele gleichermaßen. Es ist der Beweis, dass Hidetaka Miyazaki und sein überaus talentiertes Team selbst nach all der Zeit immer noch die unangefochtenen Champions eines Subgenres sind, das sie einst selbst begründet haben. Es ist ein Videospiel für die Ewigkeit, entwickelt von einem Studio auf dem Höhepunkt seines immens kreativen Schaffens. Elden Ring ist für mich das unbestrittene Spiel des Jahres 2022. Aber es ist eben nicht mein Spiel des Jahres 2022. Auch nicht mein liebstes Souls-like, nicht einmal mein zweit- oder drittliebstes. Und dennoch kann ich nicht abstreiten, dass Elden Ring absolut brillant ist. Es ist ein Titel, der von Kritikern und Fans gleichermaßen in den Himmel gelobt wird. Und es markiert außerdem den mit Abstand größten kommerziellen Erfolg in der langen Firmengeschichte von From Software. Und das ist absolut fantastisch, denn diesen Erfolg haben sich Miyazaki und Co. hart erarbeitet und auch mehr als verdient. Und dennoch konnte ich mit diesem Spiel nicht so ganz viel anfangen wie mit den früheren Werken von From Software. Müsste ich jetzt einen bildlichen Vergleich aufstellen, dann würde ich Elden Ring als eine Art herausragend gutes und extrem umfangreiches Buffet bezeichnen, bei dem jedes einzelne Gericht sehr, sehr gut und mit den besten Zutaten zubereitet wurde. Aber aufgrund der großen Auswahl und der Möglichkeit, quasi alles miteinander zu vermischen, bleiben einem die einzelnen Speisen nicht so klar im Gedächtnis. Dark Souls und Bloodborne sind dagegen fein getunte 5-Sterne-Menüs, bei denen jeder einzelne Gang eine neue und interessante und gleichermaßen einprägsame Geschmacksrichtung liefert. Herrje, ich hätte diesen Teil des Skripts nicht hungrig schreiben sollen. Aber egal, was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Die Souls-Formel hat den Sprung in die Open World gewagt und dabei für mich etwas von ihrer unverwechselbaren Essenz verloren. Elden Ring ist eine andere Sorte Spiel als seine Vorgänger und das habe ich irgendwie auch so erwartet. Doch was mich letztendlich stört, ist der manchmal fehlende spielerische Fokus. From Software hat in meinen Augen hier nämlich zwei unterschiedliche und häufig voneinander losgelöste Titel abgeliefert. In einigen Momenten bekommt man ein klassisches Souls-like und in anderen ein Open-World-Souls-like. Und beide Spiele kommen nur ganz selten so richtig gut zusammen. Aber hey, das ist nur meine Meinung, die durch viele verschiedene Faktoren ganz sicher auch etwas verzerrt wurde. Und wer weiß, vielleicht ändert sich meine Wahrnehmung von Elden Ring irgendwann auch wieder. Denn man kann eben nicht außer Acht lassen, dass dieses Spiel trotz kleinerer Fehler ein Game Design Meisterstück ist. Es ist der krönende Abschluss einer künstlerischen Phase von From Software, in der die Japaner die Gaming-Landschaft so nachhaltig geprägt haben, wie nur wenige andere Studios vor ihnen. Es ist ein letztes, exzellentes Hurra, nachdem sich Miyazaki und Co. nun hoffentlich neuen Ideen zuwenden können.
Denn obwohl ich mit Elden Ring nicht ganz so viel Spaß hatte wie viele andere Leute da draußen, was, und das möchte ich nochmal betonen, einzig und allein an mir liegt, so möchte ich eines dennoch nicht erleben. Und zwar, dass uns From Software in einem zukünftigen Trailer für ein Souls-Spiel einen Hund zeigt. Oder anders formuliert, ich bin fertig mit diesem Genre. Ich brauche kein weiteres Souls-like mehr. Elden Ring ist für mich das wirklich zufriedenstellende Ende eines ganzen Gaming-Franchise, auf das ich stets mit großer Freude zurückblicken werde. Ich meine, es ist für mich sogar das Ende einer ganzen Gaming-Ära. Oder das sollte es zumindest sein. Denn man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und genau deswegen muss ich euch heute leider mitteilen, dass auch ich mich dazu entschlossen habe, mit YouTube... Ist jemand an der Tür? Um die Uhrzeit? Entschuldigt mich. Ich bin gleich wieder da. Ja? Ja, hallo? Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen reden. Wie bitte? Wir müssen reden.